Natur, Berge, Menschen und Leidenschaft. Das internationale Bayerische Outdoor-Filmfestival ist zurück mit neuen Abenteuern. Über 400 Begeisterte kamen nach Miesbach in die Heimstadt des BOFs, um Indoor-Filmerlebnis mit Outdoor-Feeling zu verbinden. In Summe ist es alles eine Passion. Eine Leidenschaft, wo man dahinter steckt. Ich mache selber sehr viel Sport, habe auch einen Film mit dabei. Von dem her ist es mehr oder weniger, ja, man versucht es eben auch Menschen zu inspirieren und auch Filme auszusuchen, wo man sagt, da geht es jetzt nicht nur um, wie gesagt, die Leistung, sondern eben auch zu inspirieren. Das Filmfestival zeigt Filme, die so nur auf dem BOFF zu sehen sind, wie beispielsweise United by Summits, vom Biathlon zum Extremklettern, von Ex-Biathlonstar Laura Dahlmeier mit Alexander und Thomas Huber. Für ihren Film wurden sie mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Das Besondere daran ist erstens sicher der Berg, aber auch die Persönlichkeiten. Mir, sage ich mal, von der Welt der Berge, die Laura von der Welt des Biathlon, jeweils Spitzensportler, die sich in einem bestimmten Medium treffen, und das ist in dem Fall der Mont Blanc, und das ist eben auch ein besonderer Berg, und so gesehen passt der Berg, die Laura und mir gut zusammen. Ich meine, wir sind so, wie wir sind. Ich glaube, was wir eigentlich, wir wollen das auch weitergeben für die Bergsteiger und Kletterer. Sei so, wie du bist, du brauchst dich nicht verstehen, weil so, wie du bist, ist es gut. Und das sind Alexander und ich die ganze Zeit. Ein Heimspiel ist der Abend für Highliner und Weltrekordler Lukas Irmler. Der Miesbacher zeigt auf der Leinwand seinen Film Highline Wendelstein und bewies live über den Köpfen der Besucher, was er auf der Slackline drauf hat. Ich bin froh, dass ich mache echt oft auch Showauftritte bei verschiedenen Veranstaltungen. Aber jetzt gerade in meiner neuen Wahlheimat in Miesbach das mal zu machen und einfach wirklich mit dem Publikum, war was ganz Besonderes und für mich auf jeden Fall ein toller Auftakt für das neue Jahr. Beim Wendelstor, bei dem Film, geht es im Prinzip um die längste Highline Deutschlands, aber es geht eigentlich um viel, viel mehr, weil es geht um den Prozess, dass wir sozusagen so eine lange Highline, 500 Meter lang in Deutschland überhaupt haben, quasi aufbauen dürfen. Und das war eine lange Reise von tatsächlich vielen Jahren, wo man auch viel Geduld hat mitbringen müssen und einfach verschiedenste Leute überzeugen hat müssen. Die letzten 2,5 Jahre waren wirklich extrem ein Downer eigentlich. Jetzt aber 2022 war es ein richtiger Aufschwung, war ein super Sommer mit unseren Open-Air-Veranstaltungen. Und wir hoffen natürlich auch 2023, dass es so weitergeht oder sogar noch besser weitergeht. Das neue Programm des Bayerischen Outdoor-Filmfestivals startet im Juni 2023. Dort werden 7 verschiedene Filme vorgestellt und wieder wird es um Menschen, Berge und Geschichten gehen.